So kann man es auch machen. I don't see shit. From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve. I can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Okay, die Taschenlampe ist im Arsch. Ich frag mich auch, wo ich gelandet wäre, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. Ohne Scheiß, den Sturz würde man nicht überleben. Nicht ohne definitive Knochenbrüche. Aber ich denke mal, man kann dieses Spiel auch mehrfach, ich sag mal, durchspielen durch vielleicht ein paar alternative Wege. Aber hey, ohne einen Turbo-Button echt ein bisschen nervig. Option, Tastatur, Maus. Hier steht nicht mal was. Beschleunigungsfaktor. Ja, okay, Mausbeschleunigung ist deaktiviert. Hätte mich auch gewundert. WASD, Zoom. Schnell speichern, schnell laden. Bildschirmfoto machen. Ernsthaft? Man kann hier speichern. Wahrscheinlich, damit man halt öfters auch mal diese in den ganzen Ecken und Kanten sich entscheiden kann, wo es lang geht. Ah, ich könnte wetten, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, wäre ich hier rausgekommen. Oh Gott, da kann ich nicht widerstehen. Ich gehe nochmal unten, guck mir das an und dann springe ich da runter. Da kann ich nicht widerstehen. Da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich runterspringen. There is no other direction. No other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside. A one last drink in your trembled hands. Okay, Plot Twist. Ich muss da runterspringen. Grins. Runterspringen, 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 runterspringen. Aber ohne Witz, das ist auch einfach schön hier. Dieser Abschnitt, der ist wunderschön. Leroy Motherfuckers. Hier kann ich aber auf einmal schwimmen. Na, kein unterirdischer Geheimweg irgendwo? Nein. Nö, scheinbar nicht. Guck mal, eine kleine eingebaute Wasserrutsche haben die hier auch. Müsste man nur so ein bisschen ein paar Steine wegschlürfen, könnte man hier prima runterrutschen. Hier ist sogar die nächste Wasserrutsche. Naja, oder gesagt, das Ende. Von da bin ich gekommen. Aber irgendjemand muss doch die ganzen Kerzen hier angemacht haben. Ich meine, Kerzen halten vielleicht ein paar Stunden oder 24 Stunden, wenn sie groß sind. Aber nicht vielleicht Wochen oder so. Aber das war schon gerade wunderschön, dieser Ort. Grieche. Grieche.
Ja, diese komischen Pilze. In my final dream, I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard shoulder, the world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine, between each shoulder the nascency of flight. Paper and papier. Hütchen mit einer Nachricht. Und hier habe ich anscheinend den drei Möglichkeiten. Flussaufwärts, flussabwärts und nach oben. Nachdem ich jetzt flussaufwärts ein Hütchen gesehen habe, laufe ich flussaufwärts. Sonst wollte ich eigentlich weiter hochklettern, aber dieses Mal... Nein. Flussaufwärts, it is. Das wäre jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein... Entscheide dich zwischen drei Wege. Szenario gewesen. Aber anscheinend geht es hier nicht weiter. Ende im Gelände. Woher kam denn aber die? Das ist Meer. Man hört, man hat auf jeden Fall so die Wellen schlagen gehört hören, tun, Dingens. Dann wird es wahrscheinlich flussabwärts auch nichts Neues geben. Vielleicht ist das Spiel linear. Gut möglich. Wahrscheinlich ist das Spiel einfach linear, man landet immer wieder an bestimmten Orten, aber man kann sich halt zwischendurch entscheiden, ob man halt direkt dahin geht oder über Umwege ein paar Zusatzorte noch besucht. Jetzt mal davon aus, dass flussabwärts eh nichts gibt. Dann auf nach oben. Aus dem Weg könnte man auch schon wieder fast eine Wasserrutsche machen. Yay! Eine Dose. Ja, hier war jemand. Ja, okay, und irgendjemand muss ja auch das Zeug an die Wand geschmiert haben, ne? Daumen schon wieder außen. Aber hier geht's nicht hoch. Nein. I will hold the hand you offer to me, from the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Guck mal, einen kleinen... Okay, für einen Moment habe ich gedacht, das seien irgendwie Knochen oder so. Das wäre... Ach, das ist ein Wunschbrunnen. Oder so eine Wunschquelle, eher gesagt. Da liegen überall Geldstücke drin. Naja, egal, mal. Ja, schon mal weiter. Wahrscheinlich bin ich, wenn ich gleich aus der Höhle komme, genau da, wo ich am Anfang hin wollte. Ja, ich denke mal, das heißt Behold. Das Ende ist Taken. Was ist das da? Ähm,
Irgendwas ist taken. Alter, das ist definitiv Chemie. Was da ein bisschen an die Wand geklatscht wurde. Ich meine auch so einfach irgendwas gekrippeltes, aber diese ganzen Rechteck-Dinger mit dem Buchstaben. Wette ich drum. Okay, das sieht... The fuck haben die hier alles an die Wände gemalt? Das sieht jetzt aus wie Physik. Das ist Physik. Also ein Teil davon. Boop. Boop. Alter, das glatt machen, Wasser drüber, hast du noch eine geile Wasserrutsche, aber richtig. Ah, sieht so aus, als ob ich... Ja, okay, doch nicht tauchen, oder? Doch, ich darf tauchen. Na dann, tauchi tauchi. Wenigstens ist es auch schön von den Wasserspiegelungen, dass die genauso schön reflektiert werden. Oh, bitte sag mir, ich darf irgendwo runterspringen, wo Wasser ist. Das wäre schön. Ah, jetzt darf ich. Von da oben würde ich mal runterspringen, aber wahrscheinlich... Okay, das wäre allein schon fast zu hoch. Naja, egal. Wahrscheinlich jetzt ins letzte Kapitel oder so. Hui! Punch. What? Eine Stadt komplett unter Wasser? Apokalypse oder was? Fläche war wohl da, wo ich hin sollte. Ja, genau, wenn ich in die Oberfläche gehe, dann bin ich auf einmal hier, wo ich reingesprungen bin. Es sah gerade fast, dass so ein Blickfeld total abgefuckt wurde. Und jetzt bin ich wahrscheinlich draußen, oder? Wahrscheinlich bin ich jetzt... Ich bin... Ja. Ja. Ich...
Okay, ich bin nicht da, wo ich glaube zu meinen. Er hat fast gemeint, ich wäre da oben an der Höhle, wo ich jetzt rauskommen wollte. Aber scheinbar bin ich hier nicht. Ist da gerade ein Fisch rumgesprungen im Wasser? I wish I could have known Donald in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Ja, mein Freund, ich habe keine Ahnung, wer hier irgendetwas gemacht hat. Ich weiß nur ein. Da steht jemand. Ich weiß nur eins, die I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery. But the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. Das ist Medizinzeug. Die Person da oben hat also alles hier gemacht, wahrscheinlich. Hey, das ist der Leuchtturm. Nein, ich häng am Stein fest. Wieder so eine komische Chemiezeichnung, ey. Auch wenn... es nicht wirklich nach Chemie aussieht, aber... ey, ähnelt. Steht die Person da oben noch? Scheinbar nicht. Doch. Na, komme ich dahin? Jetzt ist Stein. There were chemical stains on the tarmac. The leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been traveling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Ich werde jetzt nicht versuchen, das zu lesen, was da jetzt da steht. Auch wenn ich das erste Wort schon mal kein bisschen entziffern kann. Ich habe keine Ahnung, was da stehen soll. Tja. Oh yeah! Ab wann bei mir? Yo! Wann saufen? Bester Ort für... Magst du eventuell was bestellen? Jo, ich hab keinen Plan. From here, I can see my armada.
I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Von hier kamen die Bötchen. Ich werde jetzt erstmal nicht antworten auf das Gesäufe. Das muss man ja nicht unbedingt wissen, ne? Muss man jetzt auch noch ausgerechnet jetzt nicht besprechen. Ich wette, dass da oben danach wahrscheinlich Schicht im Schacht ist. Mit dem Spiel. Aber hey, für 2-3 Tage, für eine halbe Woche, wird's reichen. Und das ist mir jetzt genügend Zeit, dass ich dann mit dem Konsolenprojekt anfangen kann. Und genau, was ich dann noch viel früher sagen wollte, ist ja wie gesagt, guckt sowieso keiner mehr. Der Kanal ist sowieso eher zum Hobbykanal gemacht, dass ich eher ab und zu mal was mache. Ich meine, hey, ich mache ja teilweise dann mal für ein paar Wochen wieder was. Und dann ist wieder monatelang einfach mal wieder dicht. Aber ist ja nicht schlimm. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Das ist kein Mensch. Das ist wirklich wahrscheinlich einfach nur ein Stein. Ein kleiner Busch. I've begun my voyage in a paper boat without a boat. Lass mich doch für 20 Sekunden mal reden. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. Okay, war vielleicht when auch eine Person. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. And this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark. We will come together. Okay, soll wohl dann doch ein Mensch gewesen sein, weil hey, niemand mehr hier. Rätsel sich, wenn man jetzt von hier oben da unten noch irgendwelche anderen Silhouetten erkennen kann. Aber hey, was ich sagen wollte, es gibt ein paar Projekte, die werden sogar geguckt. Zwar kaum, aber wo man wirklich in den YouTube Analytics noch sagen kann, monatlich kommen da so pro Tag 1-2 Views drauf. Ist immer noch besser als gar nichts. Abgesehen davon, dass mich das eher meistens nicht juckt. Ich spiele ja wirklich generell jetzt ja nur noch Spiele, die sowieso kein Mensch kennt. Berühmt kannst du damit eh nicht werden. Aber hey, das ist eine andere Sache. Da habe ich mich schon in Darkstone Let's Play schon mal rüber aufgeregt. Nein, nicht aufgeregt, eigentlich mal so meine Meinung dazu gesagt. Und warum ich auch, ich weiß gar nicht, ich meine, ich habe dir gesagt, warum ich auch nicht mehr Let's Play in meinen Titeln schreibe. Weil spätestens bei Let's Play... If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis. Retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Weil spätestens der Titel Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm, vielleicht noch German oder Blind oder HD noch dazu und dann noch Nummer irgendwas und dann noch ein Titel hinterher, wäre etwas lang gewesen, oder? Aber okay. Soll jedem so sein, wie er es für richtig hat. Returning to my car afterwards, hands still shaking and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal,
Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. Das werden wohl jetzt unsere... Oh, jetzt geht die Framerate mal runter. Interessant. Jetzt geht die Framerate ganz leicht runter. Ich habe die fettesten Einstellungen drin gehabt. Und damit eigentlich immer noch bei Aufnahmen wird es auf 60 Frames dann runtergestuft. Und ich habe momentan, wenn ich mich hochbewege, zwischen 55 und 60. Hey, das erste Mal leichte Frame-Einbrüche, trotz total überkrasser Grafikeinstellung, aber bei dem Spiel hier, wer braucht das schon? YouTube macht eh nachher 30 Frames raus, von daher mag man das da eh nicht. Aber wie gesagt... I have dredged these waters for the bones of the Hermit, for the traces of Donnelly, for any sign of Jakobsen's flock, for the empty bottle that would incriminate him. I have scoured this stretch of motorway 21 times, attempting to recreate his trajectory. The point when his heart stopped dead and all he saw was the moon over the Sanford Junction. He was not drunk, Hester. He was not drunk at all. And it was not his fault. It was the converging lines that doomed him. This is not a recorded natural condition. The gulls do not fly so low over the motorway and cause him to swerve. The paint scored away from his car in lines, like an infection, making directly for the heart. Wie soll man das denn lesen? Das shit came into, das was hier steht, das kann ich schon wieder nicht lesen, ey. Wie soll ich denn diese Nachricht denn bitte schön lesen und da mal helfen, wenn ich einfach nichts lesen kann? Spiel, bitte. Aber hey, wir sind schon ein ganzes Stück geklettert, ne? Das wären jetzt wahrscheinlich unsere letzten Schritte. Da ist der Winsel, der die Geräusche macht. Da würde ich jetzt auch schon mal gerne hochklettern. I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help. Will be sent. Warum hört die Leiter auf der Mitte einfach irgendwo auf? Ja, und jetzt springt der Typ da runter, ist klar. So weit würde kein Mensch springen können. Da steht irgendwas richtig Fettes an der Wand. Vogel. Man hat's gesehen vom Schatten. Ich war ein, in Anführungsstrichen, Vogel. Cool, mein Charakter ist zum Vogel geworden.
gestand ihnen das mit Light from, a Light from Heaven. Da hat man schon wieder den Schatten gesehen. Oder jetzt sieht man unten rechts, sah man ihn. Das ist ein Vogel, das ist schon wieder. Hey, und jetzt kannst du weg. Flieg, Charakter. Flieg. Also ich muss sagen, jetzt so Vollpreis 12 oder 13 Euro. Comeback. 12 oder 13 Euro Vollpreis wären jetzt echt so viel für mich gewesen, aber hey, Steam Sale, ne? Dann kann man sich sowas schon überlegen. Ich meine, ich habe das nicht im Summer Sale geholt, ich hatte es schon vorher, aber auch durch den Steam Sale. Ich fand das Spiel jetzt schön. Ich finde, es sollten mehr von diesen Spielen geben. Soll ich jetzt noch irgendwas klicken oder so? Oder hört das Spiel mal irgendwie anders auf? Hm. Ja. Also ich denke mal, das war dann Dear Esther. Und wir sehen uns dann. Naja, jetzt noch immer das Darkstone-Projekt läuft ja noch weiter und danach geht's weiter mit einem Wii-Projekt. Und bis dahin sag ich dann tschüss und noch ein schönes Gefliege. Gefliege. Ja, Gefliege. Man sieht sich.